Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Donnerstagsausgabe des RTV-Ticker. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir kommen heute gleich zu den Kurznachrichten vom Tage. Quitzdorfer Stausee. Badegäste in der Talsperre Quitzdorf bei Nieski müssen weiter mit giftigen Blaualgen rechnen. Das Problem kann nur mit nachhaltigen und langfristigen Schritten gelöst werden. So lautet das Fazit einer Informationsveranstaltung in Kolm. Ein Pilotprojekt im vergangenen Jahr brachte nur kurzzeitigen Erfolg. Rund 1200 Tonnen Aluminiumsulfat wurde in die Talsperre eingelassen. Der Nährstoff für die Blaualgen wurde größtenteils gebunden und der massenhafte Befall gestoppt. Allerdings nur für wenige Tage. Die chemische Keule ist auf Dauer auch zu kostspielig. Der Nährstoffzufluss aus dem Einzugsgebiet müsse vermindert werden, zum Beispiel durch gewässerschonende Landbewirtschaftung und Gewässerrandstreifen, so die Talsperrenverwaltung. Löbau. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Die Conventa, Löbaus größte Messe, startet wieder. Mit weit über 200 Ausstellern ist es sogar die Messe in der Oberlausitz. Die 13. Conventa findet in der Zeit vom 26. und 27. April statt. Gleichzeitig findet im Rahmen der Conventa die zweite Oberlausitzer Automobilschau statt. Geöffnet ist die Messe, auch Oberlausitzer Gewerbe- und Leistungsschau genannt, am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Das war's mit den neuesten Nachrichten vom Tage. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Erinnert und schauen diesmal 2 Jahre zurück, nämlich in die Kalenderwoche 17 2012. Da wurde unser aktuelles Stadtoberhaupt ins Amt gewählt. Eine Zusammenfassung vom Wahlabend zeigen wir Ihnen jetzt. April 2012. Ein ganz besonderer Tag für die Stadt Görlitz. Ein Tag, der Weichen stellen könnte. Görlitz hat gewählt und das sehr zahlreich und sehr deutlich. Wir haben jetzt 20 Uhr und wir sind hier auf dem Untermarkt. Hinter uns am Frenzelhof wird gefeiert. Gefeiert wird der Kandidat aus der Wirtschaft. Der ehemalige General Manager vom Bombardierwerk Görlitz hat es geschafft. Er konnte die Herzen und die Köpfe der Görlitzer erreichen. Er hat es geschafft, auf 70% der Wählerstimmen zu kommen. Schon am Tag zeichnete sich ab, dass diese Wahl keine Schlappe wird. Zahlreich sind die Leute in die Wahllokale gegangen, um ihre Stimmen abzugeben. Alle Wahllokale waren reichlich frequentiert worden und so lag die Wahlbeteiligung diesmal deutlich über der letzten Oberbürgermeisterwahl. 50,2% der Görlitzer sind zu den Wahlurnen gegangen. Punkt 18 Uhr dann wurde es spannend. Die Wahllokale schlossen und die Wahlurnen wurden geöffnet und ausgezählt. Das ging diesmal relativ schnell. Es gab ja nur 2 Kandidaten, also 2 wesentliche Stapel zu bilden. Und so zeigte sich schon sehr deutlich, dass die Stapel der Siegfried-Deinige-Wahlzettel weitaus höher wurden als die der Joachim-Paulig-Wahlzettel. In der Jägerkaserne befand sich die Wahlzentrale. Hier liefen die Stimmen aller 36 Wahlbezirke ein. 30 Wahlbezirke gab es in der Stadt und 6 Briefwahlbezirke. Wahlbezirk für Wahlbezirk erschien hier an der Leinwand und man konnte verfolgen, dass sich das Wahlergebnis schon sehr zeitig beim Verhältnis von 30 zu 70 einpegelte. Joachim Paulig, der derzeitige Amtsinhaber, und sein Herausforderer Siegfried Deinige befanden sich in der Jägerkaserne, um hautnah das Ergebnis mitzuverfolgen. Spannend wurde es dann bei den letzten Wahlbezirken. Hier herrschte absolute Ruhe im Raum, bis dann gegen 19.20 Uhr das vorläufige Wahlergebnis feststand. 70 zu 30, so in runden Ziffern das Wahlergebnis für Siegfried Deinige. Joachim Paulig gratulierte dem Herausforderer, war aber sichtlich enttäuscht. Mit nicht oft oder teilweise auch mit nicht fairen Mitteln gearbeitet worden. Das hat seine Wirkung gezeigt. Die Görlitzer haben gewählt, das Wahlergebnis ist einfach zu akzeptieren, das mache ich natürlich auch. Und von daher ist es so, wie es ist. Wie geht es für Sie persönlich weiter? Ach, das werde ich sehen, da werde ich mir Gedanken drüber machen. Ich denke, es ist ein erheblicher Zuwachs an Lebensqualität, der sich für mich jetzt einstellen wird. Das wird die Zeit zeigen. Ich bin da überhaupt nicht pessimistisch. Umso optimistischer hatte Siegfried Deinige das Wahlergebnis entgegengenommen.
Also so eindeutig, so ein großes Votum habe ich natürlich nicht erwartet. Das war ein deutliches Zeichen der Bürger von Görlitz. Ich bin besonders erfreut über die hohe Wahlbeteiligung. Über 50%, das hatte ich mir gewünscht und das ist eingetreten. Und darüber freue ich mich sehr. Und möchte ich mich auch bedanken bei den Görlitzer Bürgern. Mit welchen Wünschen sind die Leute heute ins Wahllokal gegangen? Welche Wünsche verbinden Sie auch mit diesem hohen Votum für Sie? Also es sind sehr hohe Ansprüche. Man weiß, wir haben eine ziemlich kritische Situation. Die Demografie wirkt auch in unserer Region. Wir haben viele Jahre eine sehr hohe Arbeitslosigkeit gehabt. Da muss man jetzt gegensteuern, das muss man stabilisieren. Und dann muss man also den Weg nach vorne suchen, Wirtschaft stabil aufbauen. Und natürlich für die Basis sind immer Arbeitsplätze. Das müssen wir versuchen, noch weiter auszubauen. Und dann müssen wir uns darum kümmern, dass unsere Stadt so lebenswert wird, wie man uns das vorstellt. Also richtig familienorientierte Stadt, familienfreundlich und regional übergreifend und überregional als die Stadt anerkannt werden, die wirklich für ihre Familien, für ihre Generationen sorgt. Gleich nach der Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses gegen Siegfried Deinige auf den Untermarkt zum Frenzelhof. Hier fand seine Wahlparty statt. Mit großem Applaus und Jubel wurde er empfangen. Es gab Blumen, Glückwünsche und es wurde bis in den späten Abend hinein gefeiert. Und wir haben natürlich noch mal einige Stimmen für Sie von diesem Abend eingefangen. Liebe Bündnispartner, liebe Freunde, liebe Bürgerinnen und Bürger von Görlitz, die hier zahlreich gekommen sind. Ich habe mich im ersten gefreut, es waren über 50% Wahlbeteiligung. Das zeigt, dass diese Stadt lebt. Das Zweite, ich habe ein Wählervotum bekommen, das ist schon sehr stark. Da möchte ich mich bei den Görlitzern bedanken. Es stellt einen hohen Anspruch. Den bin ich mir bewusst und ich möchte diese Stadt wirklich gemeinsam mit allen, also mit dem Bündnis, das mich getragen hat, mit denen, die mich empfohlen haben und auch mit denjenigen, die eine andere Meinung haben. Ich versuche Brücken zu schlagen, ich kann mit Menschen reden, mit Menschen arbeiten, Ziele definieren und auch Ziele erreichen. Das wünsche ich mir für diese Stadt. Besten Dank allen, die mir geholfen haben, die ständig an meiner Seite waren und auch früh beim Bäcker oder abends spät, wenn es mal nie so gelaufen ist oder auch ein bisschen tiefer war. Ich freue mich auf die Aufgabe. Ich werde in den nächsten Wochen mich erstmal zurückziehen, einen Urlaub machen und dann werden wir über die Themen nachdenken. Ja, der Urlaub heißt auch erstmal meine Firma noch zu besuchen. So, und dann werden wir uns den Aufgaben widmen, die diese Stadt bewegen. Ich glaube, dass deutliche Profile im Spiel waren. Ne? Und der Deinige hat eine klare Alternative dargestellt. Und deswegen alles zusammen hat ein bisschen mehr polarisiert als sonst. Dann gilt es ja, einen sauberen Übergang zu organisieren sicherlich, dass es die Stadt nicht erstmal in ein Loch fällt jetzt bis zum Juli. Was können Sie als Fraktion, die Herrn Deinige mitgetragen haben, was können Sie dafür tun jetzt? Also wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Da wir sind auch eine Verpflichtung eingegangen. Das habe ich im November bereits gesagt. Wenn uns das gelingt, dass wir natürlich Herrn Deinige weiter unterstützen müssen, nicht nur ihm als Oberbürgermeister zu machen, sondern weiterhin zu unterstützen. Und das werden wir auch tun, wir werden das in Ruhe vorbereiten. Also wir haben jetzt schon vereinbart die nächsten Treffen und wir werden mit dem Kandidaten zusammen weiter besprechen, wie es dann nach dem 1. Juli aussehen wird. All das, was in der Vergangenheit, in den letzten 2-3 Monaten besprochen worden ist, glaube ich, hoffe ich, gehe ich auch davon aus, dass wir das umsetzen werden. Ja, es ist ein Anfang wieder und ich hoffe, dass diesmal Stadtrat und Bürgermeister super zusammenspielen und wir werden unseres tun, dass Görlitz weiter vorankommt. Ich freue mich sehr für Siegfried Deinige, weil es so ein überragendes Wahlergebnis ist. Wir haben das schon gemerkt an den Informationsständen. Die Leute sind gekommen, haben eine Geschichte auch mit ihm verbunden, haben gehört, was er zu sagen hat. Und deswegen haben wir geglaubt, dass er die Wahl gewinnt, aber dass es so, so deutlich ist, das haben wir nicht erwartet. Das ist ein schönes Ergebnis für ihn. 2 Jahre ist es also schon wieder her, dass Siegfried Deinige ins Amt gewählt wurde. Wir sind und bleiben gespannt, was sich in den nächsten Jahren bis zur Wahl 2019 noch alles verändern wird. Und jetzt kommen wir noch zu unserem ERTV-Wetter und da gibt es gute Aussichten zu vermelden. Ob Sonne, Sturm oder Schnee, wie das Wetter wird, erfahren Sie bei uns. Das ERTV-Wetter.
In der Nacht zum Freitag können wir mit trockenem Wetter rechnen. Nur vereinzelt schieben sich kleine Wolkenfelder vor die Sterne. Auch die Temperaturen bleiben nachts weiter mild. Unter 10 Grad sinkt das Thermometer nicht. Und auch der morgige Freitag wird ein schöner Tag. Heiter bis sonnig präsentiert sich das Wetter in unserem Sendegebiet. Bis zu 9 Stunden Sonne können wir erwarten. Gewitter sollte es morgen nicht geben. Die Temperaturen liegen bei um die 20 Grad im Schatten. Und das war's mit den neuesten Nachrichten vom Tage. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Und wenn Sie morgen wieder richtig ticken wollen, dann schalten Sie wieder ein. Ich freue mich auf Sie.